Y soy tu fan, yo tu Instagram, todito lo likeé. Llamo pa' perrear, después te da pa' que te dé placer. Good morning, friends, and welcome to a new vlog. Es ist unschwer zu erkennen, aber ich mache mich gerade fertig. Leute, ich sag euch ehrlich, ne, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe einfach, glaube ich, 11 Stunden oder so geschlafen, weil ich hatte gestern Berufsschule. Heute ist Dienstag und wir mussten einfach schon 20 Minuten früher los wegen irgendwelchen Baustellen. Danke an die Deutsche Bahn. Und dann war ich todmüde, weil ich irgendwie 4,5 Stunden geschlafen hatte und dann in der Schule war. Und deswegen habe ich heute sehr lange geschlafen. Und dann habe ich mich heute Morgen aber so unwohl gefühlt, weil ich war irgendwie so bloated und hatte voll Bauchschmerzen. Ich habe mich dann irgendwann trotzdem ins Gym begeben, habe mal ein bisschen was eingekauft für diese Woche. Und jetzt mache ich mich gerade fertig, denn Leute, heute habe ich einen sehr schönen Plan für den Tag. Und zwar fahre ich jetzt mit der Nestrin nach Maastricht. Wir wollten einfach mal ein bisschen das Wetter ausnutzen. Wir wollten ein bisschen Insta-Content shooten. Und uns einfach eine tolle Zeit in Maastricht machen. Ja, wir haben jetzt 12:30. Die Maus kommt jetzt gleich vorbei. Ich hoffe, bis dahin bin ich schon fertig. Dann hilft sie mir, was ich für ein Outfit anziehen soll, weil die Boss hat da einen guten Blick für. Und ich bin gerade ein bisschen lost, weil ich mich halt, wie gesagt, auch heute nicht so wohlfühle. Und ja, dann düsen wir ab nach Maastricht. Und dann bin ich eventuell heute Abend noch mit einem Freund verabredet. Und das ist so ein bisschen der Tag. Und dann geht ab morgen die Arbeit wieder los, meine Süßen. Deswegen, let's get ready. Und dann geht es ab nach Maastricht, meine Süßen. Das Wetter ist mal wieder sehr gut. Es windet ein bisschen. Aber das ist kein Problem. Wir lieben den Frühling. Also, meine Süßen, wir sind in Maastricht. Und wir haben jetzt hier uns in so ein Bowl-Restaurant gesetzt. Looks very cute. Und haben uns unsere Bowls zusammengestellt. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Was wird? Ich glaube, dein ist leckerer als meine, als ich dein Ding jetzt gesehen habe. Was hast du eigentlich? Reis oder Salat? Salat. Na ja, klar. Ich habe mich nämlich eben in der Umkleide gesehen. Dann war ganz toll. Tolles Erlebnis. Und eigentlich wollten wir heute schon Bilder machen. Das ist dahin sind wir noch nicht gekommen. Ja. Ja, ja. Geil. Toll. Leute, die Bowls sind da. So geil. Mal schauen, was wird. Good morning, friends. It's a new day and I have to go to work. Mega geil. Heute habe ich extrem viel zu tun auf der Arbeit. Ich habe total viele Termine. Deswegen denke ich aber, dass die Zeit schnell rumgeht. Und das finden wir natürlich mega. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin da ja noch Azubi, nicht? Und deswegen bin ich halt aufgeregt, weil ich bin da noch nicht so routiniert. Auf jeden Fall, ich habe mir heute mal eine andere weiße Hose angezogen, weil ich hatte keinen Bock auf eine enge Jeans. Deswegen tragen wir jetzt diese Hose, die ist von Pull & Bear, die ist übrigens ein bisschen durchsichtig. Also in meiner Freizeit würde ich die dann tatsächlich halt auch einfach nicht anziehen. Aber ich ziehe da noch eine Bluse drüber und so. Also das ist nicht mein Outfit. Ich war tatsächlich heute schon früher fertig als gedacht. Deswegen habe ich noch meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt und gestaubsaugt. Deswegen fühle ich mich hier gerade so ein bisschen produktiv. Aber Leute, wir haben ja jetzt schon April und ich habe ab Juli, ich weiß, es ist noch lange, aber Urlaub und ich habe so viel Urlaub. Und ich habe das gerade nochmal gesehen, weil ich habe mit Malti geguckt, wie wir das machen mit Urlaub und so. Weil wir wollen nach Barcelona fliegen und darüber freue ich mich sehr. Und deswegen, Leute, jetzt einfach nur noch durchziehen, durchhalten und dann habe ich bald im Sommer so viele tolle freie Tage. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt mein Isocare mitgenommen. Ich hatte irgendwie keinen Bock auf Magerquark heute, deswegen habe ich mir jetzt das für die Arbeit mitgenommen. Liebst, dass man ohne Winterjacke rausgehen kann? Ich glaube. Vielleicht werde ich jetzt auch vom Gegenteil überrascht. Naja. Good morning. We're at the gym. Leute, ich bin heute vor meinem Wecker wieder aufgewacht. Wir sind wieder back. Wir sind wieder back. Ich bin tatsächlich um 6.15 Uhr aufgewacht. Mein Wecker ging um 6.30 Uhr. Der Himmel ist wunderschön. Er ist so ein bisschen rosa. Und ja, für mich geht's jetzt ins Gym before work. Leute. Ich kann es mir gerade noch nicht so vorstellen, dass ich da jetzt drin meine Übung mache.
Aber ist egal. Aber wird schon gut werden. Okay. It's a new day und an meinem Outfit könnt ihr erraten, was jetzt heute passiert. We go to work. Ja, meine Süße. Es ist tatsächlich ein super unspektakuläres Leben, mein Leben. Manchmal. Aber Leute, jetzt kommt der Sommer. Jetzt geht's wieder auf die Piste bald. Naja, auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte. Gestern war der beste Arbeitstag, den ich je hatte. Leute, ich war ganz positiv überrascht. Ich hatte super viele Termine. My day was packed with appointments. Und das hat mir echt Spaß gemacht, bin ich euch ehrlich. Ich bin da in meiner Rolle aufgegangen, na, das hat mir Spaß gemacht. Nun ja, da habe ich ja mal ab und zu gedacht, jetzt reicht's, ne? Aber gestern fand ich schon cool. So, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt heute wieder Magerquark vorbereitet. Was wollte ich eigentlich heute machen? Ah, heute ist Haarwaschtag. Darauf freue ich mich. Zum Fresh Hair für morgen dann. Weil morgen habe ich ja Berufsschule. Und danach muss ich aber halt auch direkt kellnern gehen, weil von nichts kommt nichts, ne? Und weil ich so eine süße Maus bin, gestern war der Dimitrios hier und dann habe ich ein bisschen mit dem noch geschnackt und mit meiner Schwester. Es war auf jeden Fall dann noch ein schöner Abend. Und dann war ich dann mit meiner Schwester einkaufen und habe dem Dimitrios eine neue Gypflasche gekauft. Ja, wenn ich ihm das nächste Mal sehe, dann gebe ich ihm diese Flasche und ich hoffe, er freut sich. Weil er meinte letztens, als wir trainieren waren, dass er eine neue Gymflasche braucht. Und da habe ich die gesehen, an den guten Herrn gedacht und ihm die dann auch gekauft. Ich wollte eigentlich mit ein paar Freundinnen grillen am Samstag. Ich hoffe, dass wir das dann auch... Oh, meine Flashbacks sind so cringe. Oh, nee. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir das durchziehen am Samstag mit Grillen und so, weil habe ich sehr Bock drauf, weil Samstag ein gutes Wetter, ne? Ich gehe los. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen, weil gestern so gut war. Aber ich glaube, wir werden dann heute wohl oder übel wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Aber schauen wir mal, was wird. Leute, ich habe übertrieben Hunger. Ich trinke übrigens dabei Schweppes Ginger Ale. Ginger Ale, wenn man es vernünftig ausspricht. Meine Süßen, ich bin so kaputt von der Arbeit. Meine Beine, die haben mich einfach nur noch irgendwie nach Hause getragen, weil ich ja davor noch im Gym war. Und auf jeden Fall war ich total kaputt. Naja, anyways, I made myself a chicken salad mit Salat, Cherry-Tomaten, bisschen Parmesan, Chicken und davon reichlich. Und dann habe ich einfach Magerquark mit Wasser gemischt als Soße. Because we gotta improvise, wenn wir jetzt hier alleine wohnen. Und außerdem ist es gesund. Der Parmesan macht das so geil. Try it out. Und dabei gucke ich ein Video von Anso. Bin so happy. Wir haben 7:30. Aber es ist noch hell draußen, deswegen the mood is good. Gut? Good morning, y'all. I just woke up. Leute, wir haben 8:22 Uhr und guess, wer nicht mehr schlafen kann. Ja, keine Ahnung warum. Ich bin gestern um 10:30 eingeschlafen, weil ich dann von der Arbeit gekommen bin und ich war so tot. Ich habe wirklich vor der Berufsschule, also in der Nacht, glaube ich, so 3 Stunden geschlafen. Ich schlafe irgendwie so schlecht in letzter Zeit, dass ich immer so ständig aufwache. Und es ist im Prinzip sehr unerholsam. Naja, da ist drum, meine Süßen. Wir machen uns jetzt erstmal einen Kaffee. Und Leute, ich habe ein Gefühl, heute wird der schönste Tag seit langem. Denn heute habe ich komplett frei. Wir haben 24 Grad. Und I am just gonna live my life. Also ich hatte auf jeden Fall mal Bock, mich im Fitnessstudio blicken zu lassen. Dann muss ich einmal ganz kurz zu meiner Arbeit flott rein und dann wieder raus im Prinzip. Dann wollte ich heute gerne in einem zur Sonnenbank gehen, weil I need a tan. Und ich glaube, so langsam haben sich meine Beine beruhigt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gesagt habe, ich habe mich so gottlos geschnitten beim Rasieren. Wenn ihr das hier seht, I don't know. Und dann gehen wir später einkaufen, weil heute grille ich mit ein paar Leuten. Ich habe so Bock zu grillen. Und dann fahren wir vielleicht noch nach Colon City. Das gucken wir aber spontan und gehen feiern.
Leute, wisst ihr, wie lange ich nicht mehr im Club war? Seit Januar. Ich finde, das ist unfassbar. Oh, und ich habe immer noch ein Problem mit einem Paket aus Kanada. Ich weiß jetzt halt auch einfach nicht, wo ich den noch abgeben soll. Ich war überall. Ich war bei Hermes, ich war bei DPD, war das auch UPS? Ja. Ja, katastrophal. Ach, aber das ist eigentlich gar nicht eine gute Idee, weil das kann ich einfach mit zur Postnahmeannahme stellen. Genau. Ach, schmeckt schon wieder geil. Geil! Ich mach gleich mal ein bisschen Hair Oiling drauf, dann geht es ins Gym. Boah, geil, das sieht jetzt schon gut aus. Hair Oiling ist drauf, Gym Pants are on. Ja, Leute, ich glaube, ich ziehe heute nochmal diese wunderbare Gymhose an. Leute, ich habe seit gestern ein Problem mit Druck auf den Ohren. Nun ja, darum sei es. Ich würde eigentlich gerne mein blaues Set wieder anziehen, aber Leute, ist in der Wäsche seit 3 Wochen oder so. Weil ich nämlich nicht weiß, womit wasche ich blau. Womit soll ich eine blaue Wäsche waschen? Ich wollte meine Schwester zum Gym überreden. Die hat gesagt, nein, ich habe keinen Bock und außerdem gehe ich auf den Flohmarkt. Ja, alles gut, meine Süße, dann halt nicht. Was meine Familie da macht, mir ständig abzusagen wegen Fitnessstudio. Sie haben auch keinen Bock, ich weiß. Ich will auch immer meine Mama motivieren, weil die sagt immer, ja, nimm mich doch nochmal mit ins Fitnessstudio. Jedes Mal, wenn ich frage, sagt sie, nee. Also, heute passt es mir nicht. Heute passt es mir nicht. Ja, das passt euch nie. So, ich gehe jetzt los. Was ist jetzt mal hier? Wird jetzt mal hier aufgehört zu kamellen. Was ist denn das? Ja, das ist jetzt der Gymfit. Leute, ich habe hier jetzt auch noch schwarz an der Brust. Naja, see ya. Leute, was ein Morgen. Ich war ja im Gym, ne? So gutes Training, aber es war sehr voll, deswegen habe ich nicht gefilmt. Dann bin ich jetzt nach hier gefahren, kurz zu meiner Arbeit. Enttäuschung hoch 100. Und dann habe ich noch mein Kanada-Paket endlich abgeschickt. Für 22 Euro Rücksendung. Leute, ich sag mal eins, ne? Bestellt nicht bei Hoka Swim. Weil wenn euch das nicht passt, dann müsst ihr erstmal müsst ihr Zoll zahlen fürs Ankommen. Ist ja klar irgendwie, ne? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Und dann halt auch für Rückversand und alles Katastrophe, wenn es überhaupt ankommt. Ich habe keine Ahnung, aber ich wollte es jetzt einfach loswerden. Ich war jetzt nach Hause, bereite ein bisschen vor fürs Grillen heute Abend, ein bisschen die Terrasse schön machen und so. Und frühstück mal was, weil ich habe einen Bärenhunger, ne? Und dann geht's mal los. Ja, Leute, we're wearing a cute ass summer fit. Könnt ihr meine Beinmuskeln sehen? Boah! Ja, Wahnsinn. Ich hätte lieber, dass mein Arsch wächst, anstatt meine Beinmuskeln. Aber gut, ne? Ich nehme, was ich kriegen kann. Auf jeden Fall, meine Süßen, ich habe mich jetzt geduscht. Ich habe jetzt mal meine Haare geglättet. Ich glätte sie in letzter Zeit sehr oft. Und ich sollte es stoppen. Weil ich habe jetzt heute schon gemerkt, das hängt am seidenen Faden. Nun ja, es ist sehr, sehr gutes Wetter. Deswegen, Leute, das Ding ist, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich habe noch 2 Stunden, bis meine Friends kommen zum Grillen. Und ich denke mir jetzt, ich sonne mich jetzt erstmal noch ein bisschen. Dann gehe ich einkaufen, dann mache ich mich fertig. Und wird schon alles hinhauen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen der Plan. Friends, ich habe mich gesonnt. Can you believe that? Guckt mal. Das ist nicht crazy. Aber das voll oft so nach dem Sonnen direkt. Und dann geht's gleich wieder weg. Aber auf jeden Fall, es war amazing. Ich habe jetzt ein bisschen Vitamin D getankt. Meine Sommersprossen wieder da. Ich freue mich jetzt wirklich sehr doll aufs Grill mit meinen Friends. Bisschen drinken, bisschen Fun haben, bisschen das Wetter nutzen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich ein bisschen Sonne abbekommen habe. Ist da überhaupt ein Abdruck? Nein. Ja, okay. Ich ziehe mich jetzt um, weil so gehe ich tatsächlich nicht zum Supermarkt. Got ourselves a little tan. Kann man es überhaupt sehen? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, ich habe jetzt noch so, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie lange habe ich überhaupt noch? Oh, 50 Minuten, bis die Mäuse kommen. Ich mache mich jetzt ready. Bin ein bisschen überfordert mit Outfit. Weil Leute, ich stand gerade im Edeka, ne? Und ich habe halt wirklich extremst geschwitzt. A lot. Und warum ist das eigentlich dieses Ding, dass man sich immer an die falschen Kassen schickt? Da hatte da so Bio-Obst und Gemüse, da konnte man nicht scannen, ja. Naja, ich habe natürlich mitgedacht, mir mein Favorite Breakfast bei Aldi gekauft für morgen, weil tomorrow I'm probably gonna be a little bit hangover. Oder brauche ich ein geiles Frühstück, um einen guten Tag zu starten? Nun ja, meine Süßen,
Let's get ready. Übrigens rasiere ich immer damit mein Gesicht. Ja. Das ist von Braun. Intuition. We found an outfit, Leute. Es ist mal wieder der basicste Fit, den man haben kann. Ist auch tatsächlich das, was ich gefühlt jeden Tag anhabe. Ja, die Hose trage ich tatsächlich jeden Tag. Ich liebe die. Ich liebe die. Die ist von Only, glaube ich, ja. Die sitzt einfach richtig gut. Dann die Kopenhagen Shoes. Da habe ich hier so einen Top von Bershka. Bershka. Und meine neue Tasche. Warum passiert das immer mit meinem Handy die ganze Zeit? Das war komisch. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt ready. Aber wir werden auch ein bisschen was trinken. Wir haben Sachen gekauft für Cocktails. Finde ich sehr geil. Und ja. Also sein Set, ne, war das jetzt ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben jetzt 10 vor. Wenn sie pünktlich wären, würden sie in 10 Minuten kommen. Ich stresse mich aber nicht, weil ich weiß, die sind genauso unpünktlich wie ich. Das mache ich doch gerne. Also Friends, wir sitzen am Hauptbahnhof. Und wir haben den Zug falsch geplant. Ja, wir haben den falsch geplant. Wir haben noch ein bisschen Musik gehört, haben ganz viel gechillt und dachten, wir schaffen den. Und jetzt kommt der erst viel zu spät. Und deswegen lohnt es sich nur... Nee, deswegen bleiben wir in der Town. Ja, we got to stay in the town. Nur bei uns in den Town gibt es nicht so gerne Clubs. Und deswegen schauen wir mal, was wird. Wir machen das Beste draus. Denn wenn wir in den Club kommen, Lam, was passiert dann? Das Ding ist, wir sehen einfach zu gut aus für AC. Oh, the Diesel Belt. Zeig mal dein Diesel Belt, dieses Shirt. Oh, boah, der funkelt richtig. Ha, Mann. Ja, und deswegen gehen wir jetzt in den Abend feiern. Apollo. Woo! It is what it is. Das ist hot. En mi hombro, baby, tú lloras, pero en la noche pones tus piernas. Sé que no soy un amigo más, si me decías, si me tienes cerca,